Prozess werden wir auf jeden Fall teilautomatisieren. Okay, wir haben jetzt gesehen, okay, jetzt ist hier nochmal was weggegangen. Ich glaube, das waren das 1000 oder 700, oder 500. Genau. Dementsprechend, werden jetzt die Fluidextraktoren hier das Oaklock entsprechend zerstören. Das heißt, diesen Baum können wir dann auch gleich einmal komplett ad acta legen. Aber wir wollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Das bedeutet, wir gehen einmal bei und gucken uns einmal so die Geschichte an von wegen Blockplacer. Das ist ja auch noch ein Teil der Quest, wenn man das halt so möchte. Ne? So, das bedeutet, wir haben einmal den Thermal, beziehungsweise nicht Thermal, sondern Industrial Foregoing. Und wir haben jetzt hier drüben haben wir den Block Placer. Die Maschine kann Blöcke, zum Beispiel Baumstämme in die Welt platzieren. So, hello, Fake Players, muss auf jeden Fall angeschaltet werden und wir haben den Block Placer auf jeden Fall. Okay. So, und dementsprechend, wenn wir jetzt den Block Placer haben, Block. Da. Wenn wir da wahrscheinlich wieder ein Hilly Machine Frame benötigen, den wir uns holen können. Ja, sehr gut. Okay. Und wir brauchen. Ah, okay, ich verstehe. Wir brauchen auf jeden Fall Plastik, was wir bisher momentan natürlich noch nicht haben. Wir brauchen Drobber, 3 Stück. Das kriegen wir hin. Okay. Und wir brauchen eben diese Plastik. Wir brauchen allerdings natürlich nochmal ein paar mehr Petty Machine Frames. 2 Stück. Wir werden uns auch gleich nochmal darum kümmern, dass wir dieses gegatete Item, von uns selbst gegatete Item einmal nochmal besorgen. Das bedeutet, wir haben einmal den Dry Wrapper, wir haben Plastik, okay. Plastik und Dropper bräuchten wir auch nochmal 3 Stück, beziehungsweise 6 Stück insgesamt, sodass wir dann auf 3 Block Placer insgesamt upgegradet bekommen, das Ganze. Wir brauchen auf jeden Fall eine Doppelkiste. Weil über die Doppelkiste würde ich das ganze teilautomatisieren. Wie gesagt, an der Stelle wirklich nur teilautomatisieren. Und ansonsten sieht das eigentlich soweit ganz gut aus. Ah, hier sind noch die ganzen. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, die Kiste hier. Hier sind noch die ganzen Materialien, das ist der ganze Stuff für Immersive. Okay, alright. Ja, der nächste Part. Hier können wir mal gucken. Large Chest, das ist okay. That's alright. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben einmal die Block Placer. Das bedeutet, wir haben die Block Placer. Beziehungsweise die können wir ja noch gar nicht bauen, weil uns Plastik fehlt. Dieses Plastik bekommen wir aus diesem Dry Wrapper. Das heißt, da gehen wir mal bei und gucken uns das entsprechend an. Ein Stück haben wir bisher. Okay, gut. Das heißt, wir haben einmal unsere 7 Stück. Packen einmal das unsere Zeugs rein. Wir haben unsere Gold Ingots. Okay. Oh, da wird auch scheinbar Gold gerade gebaut. Chemie Table. Okay. Glas, Iron Dust. Okay, nehmen wir das Glas einmal raus. Das sieht alles soweit ganz solide aus. So, dann haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Zumindest nehmen wir uns das einfach nochmal raus. Dann haben wir 8 Stück. Dann fehlen uns noch 4 Stück, fehlen uns noch, um eben die Block Placer auf jeden Fall zumindest zu platzieren. Das wäre auf jeden Fall zumindest schon mal etwa. Das heißt, wir müssen an der Stelle halt auf jeden Fall noch mal ein bisschen warten, bis wir da sozusagen weiterkommen auf jeden Fall. So, das heißt, wir haben jetzt hier den Latex, okay, ja. Sehr gut. Was wir vielleicht schon mal machen können, ist, dass wir sagen, wir könnten vielleicht mal ein bisschen was in Richtung. Muss ich kurz drüber nachdenken. Naja, wir haben noch einige Bäume, die hier noch rumstehen. Wir könnten natürlich allerdings halt natürlich auch andere Bäume nehmen. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig. Jetzt hier Dark Oak Lock, okay.
Fußlock. Wir können natürlich da an der Stelle unseren Bone Meal nehmen, um die Bäume schneller zum Wachsen. Okay. Naja, wir könnten hier natürlich die Seeds gleich an der Stelle nochmal planten. Cherry Lock, okay. Das heißt, wir haben das Spruce, wir haben Dark Oak. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und wir haben einmal einen Apple. Okay. Hier haben wir nochmal weitere. Okay, das wird auf jeden Fall eine Weile brauchen. Was ist das? What's that? Hier einfach eine. Hier drin einfach eine Water Source, Alter. Hä? Wo kommt denn da die Wasserquelle hin? Sieht aber interessant aus. Also. Vom Fließen des Wassers sieht es auf jeden Fall interessant aus. Also das auf jeden Fall. So interessant halt. Warum machen wir das denn hier? Okay. Komisch auf jeden Fall. Eigentlich hätte da nichts sein müssen. So, was die Saplings angeht, haben wir irgendwas um die 40 Saplings bekommen jetzt gerade. Das heißt, das reicht auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Wir müssen gerade ein bisschen so die Zeit überbrücken, bis sozusagen das Latex geladen hat. Und wie gesagt, wir wollen ja auch die Kiste halt vernünftig anfertigen, dass wir dort auch erstmal wirklich eine Weile hinkommen und dass das halt auch entsprechend gut auch. Wir könnten eigentlich auch nochmal eine, beziehungsweise wir könnten, wie gesagt, wir arbeiten momentan mit diesen ganzen Pipes, also aus dem Pipes-Mod, könnten da jetzt gleich nochmal auf die Item-Pipe gehen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Item Pipe, beziehungsweise die haben wir, müssten wir definitiv in unserem Lagersystem haben. Und wir bräuchten vielleicht nochmal eine Chest. Dass das Zeug dann auch nicht voll läuft. So, wir sehen, okay, der Blockplacer, der arbeitet hier, auf, beziehungsweise der Blockplacer, der Fluid Extractor arbeitet hier auf jeden Fall ordentlich und uns fehlt jetzt momentan noch ein Dry Rubber. Und dann sieht das Ganze hier auf jeden Fall schon mal auch schon mal ganz solide aus. Was wir aber schon mal noch machen können, ist, dass wir sagen, ja, das, wie gesagt, das wird eine ganz, ganz wilde Verkabelung werden. Das wird richtig, richtig übel. Eigentlich gar nicht mein Ding. Ich mag es eigentlich tatsächlich auch eher strukturiert an der Stelle. Aber Übergangslösungen erfordern harte Maßnahmen, muss man sagen. Okay, gut. Dementsprechend kriegen wir das jetzt rausgedrückt. Ja, okay, sehr gut. Müssten wir aber eigentlich rausgedrückt bekommen. Achso, ist nichts. Wenn nichts produziert ist, kann natürlich auch nichts rausgedrückt werden. Okay. So, das heißt, wir warten jetzt einmal noch ganz kurz, bis genügend Latex produziert ist. Das können wir hier auch nochmal beobachten, weil wir haben ja jetzt auch schon drei, von diesem Dry Whopper haben wir jetzt auch schon drei Stück. Das heißt, wir haben jetzt einmal das rausplatziert, okay. Könnten hier schon mal anfangen, vielleicht auch die Item Pipe hier auch schon mal zu verteilen. Ja, okay, sehr gut. Packen hier dann sozusagen mal noch eine Kiste hin, zwei Stück. So eine Doppelkiste. Beziehungsweise nehmen das hier mal raus, zack. Beziehungsweise wollten wir hier ja auch eine Doppelkiste haben. Okay. Packen wir hier mal eine Doppelkiste hin und hier packen wir auch mal eine Doppelkiste hin. Okay. Und hier machen wir mal ein Output und hier werden dann die Block Placer platziert. So mein entsprechender Plan. Dann müssen wir allerdings nur noch mal gucken. Passt das allerdings? Ah, okay. Also das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert, das ist schon mal gut. Okay. Wir müssen allerdings noch mal ein bisschen aus dem Weg gehen, weil sonst halt kriegen wir dann da nämlich Probleme. Das bedeutet, wir haben jetzt hier die, genau. Können wir vielleicht nochmal gucken, das bedeutet, wir können hier nochmal vielleicht ein kleines Sign machen. Input und Output, Sign, zack,
Uns fehlt die Oak Plank. Fußplanks. Geht alles. Allerdings das haben wir. Okay, sehr gut. Output. Output. Und dann haben wir hier einmal Input. Das ist das Einzige, was an der Stelle halt nochmal nachgefüllt werden muss, nämlich das Holz. Habe ich jetzt an der Stelle halt auch keine Automatisierung dafür, deswegen haben wir jetzt hier gerade nochmal ein paar Bäume gepflanzt, um da auch gleich nochmal ein bisschen was an Holz herauszubekommen. Genau. Blockplacer an sich ist es ja sowieso egal. Das bedeutet, wir brauchen jetzt eigentlich erstmal nur nochmal unsere Dry Rubbers. Und dann sieht das da auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir könnten schon mal unser Team soweit vorbereiten. Wir müssen einmal in die Settings gehen. Allow all fake players auf True setzen. Und dann sieht das auf jeden Fall schon mal gut aus, dass der Block Placer auf jeden Fall gleich platziert unsere Blöcke. Damit haben wir auf jeden Fall weiteren Erfolg mehr. So, das heißt, wir warten jetzt nochmal auf das Dry Wapper. Ja, Iron Ingots schmelzen durch. Einmal müssen wir dann nochmal abwarten an der Stelle. Das sieht auch schon mal gut aus. Dann haben wir auf jeden Fall da definitiv schon mal die Teilautomatisierung des Ganzen hinbekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, definitiv ganz klar. Genau, das heißt, wir müssen dann mal gucken. Wir haben ein Simple Mesh Frame. Das ist in der Dissolution Chamber mit Latex. Das ist nämlich dann nochmal das nächste Ding. Dass dann dieses Latex halt eben... Ja, man müsste dann halt natürlich nochmal gucken, dass man das dann halt in der... Man hat da nochmal gucken, dass man dann die Dissolution Chamber dann da noch mit anbindet. Das wäre vielleicht nochmal auch nochmal eine Idee. Hier ein Diamond Gear, okay, Dissolution Chamber. Das wäre dann, glaube ich, nochmal das nächste. Das bedeutet, das gehört ja auch nochmal zusammen. Wenn wir nochmal drüber nachdenken, wo wir das anbinden können. Das heißt, wir haben ja... Haben wir unseren Blockplacer da. Ja. Ruhe. Okay, gut. Ich würde sagen, wir fokussieren uns erstmal noch auf den Blockplacer. Die Latex-Geschichte gucke ich mir gleich nochmal an. Das ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Blockplacer. Okay. Das heißt, wir haben jetzt unsere drei Blockplacer. Zack. Ich packe das hier noch mit rein. 1, 2, 3. Perfekt. Hat alles auch so hingehauen, wie es sein sollte. Natürlich die Frage. Ihr brauchen, ja, okay, wir brauchen ihn genau so. Das bedeutet, so platzieren wir ihn. Okay. Da einfach nochmal nachgucken, wie rum man ihn richtig platziert. Zack, zack, zack. Okay. Und der hat die haben jetzt allerdings alle noch keinen Strom. Das ist aber okay. Das heißt, da holen wir uns nochmal einen weiteren MV-Wire Connector. Relay haben wir hier. Wir haben keinen Connector mehr. Auch interessant, okay. Alright. Dementsprechend macht sich unser MV-Wire Connector. Dementsprechend macht sich unser Elektrum, was wir gerade noch produziert haben, auf jeden Fall nochmal bemerkbar. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Zack, zack, zack. Okay. Das heißt, wir nehmen unser Zeugs, attachen das hier. Wir nehmen unser Zeugs, attachen das hier. Wir nehmen dann unser Zeug. Und attachen das einmal hier. Und dementsprechend haben wir jetzt hier so ein richtiges Kabelgeflecht, okay. Auf jeden Fall witzig. Gut, hier wird auf jeden Fall strommäßig. Das wird auf jeden Fall sehr wenig sein. Ist aber auch jetzt nicht weiter schlimm, weil das Ding verbraucht eigentlich fast gar nichts halt. Ne? Also, das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Wie viel kriegen wir hier noch rein momentan? Müssen wir mal gucken. Ja, läuft, die läuft jetzt wieder an. Haben wir aber schon alles gefüllt? Ah, ne, 3000. 3000 haben wir da noch. Okay. Gut, so.
Das heißt, wir haben unseren Blockplacer. Der hat auf jeden Fall Energie. Das sieht gut aus. Und wir bräuchten jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was. Es ist ja eigentlich komplett egal, was du da reinpackst. Kannst hier das Bruce-Lock kannst du reinpacken. Also ich würde jetzt hier gleich nochmal losgehen. Das wäre nochmal mein Ansatz. Da nochmal die Bäume, die wir vielleicht jetzt gepflanzt haben. Vielleicht auch nochmal mit Bone Meal nochmal nachhelfen. Bone Meal. Oh ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. Sehr gut. So, nehmen wir einfach mal das Bone Meal. Gehen nochmal runter. Gehen einmal eine Runde, dann haben wir zumindest 2 oder 3 Stacks. Meiner Ansicht nach. Dann sieht das eigentlich, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Okay, gut. Können wir mal gucken. So, das ist auf jeden Fall ein schöner, dicker Baum geworden hier. Sehr gut. So, Cherry Lock, ja, das brauchen wir alles nicht. So, da wird nichts draus. Ansonsten, wie gesagt, können wir natürlich auch nochmal sagen, okay, gut, wir platzieren hier nochmal was. Wir haben ja das Bone Meal, zack. Okay. Oh, ändert sich auch die... Oh, cool. Ändert sich hier. Okay. Interessant. Was macht er denn aus? 6x6? Hm? Oh, eieiei. Interessant. Okay, also er macht maximal 4. Ja, okay, das ist natürlich ärgerlich. Da ist ein bisschen was in der Luft hängen geblieben. Hm. Das ist ja doof. So, wie viel haben wir? Ja, okay, müssen wir dann nochmal gucken. Ja, das müssen wir dann nochmal an der Stelle nochmal wegbauen. Da ist ein bisschen was hängen geblieben. Da hat es leider nicht ganz gereicht. Okay, sehr schade. Okay, das heißt, wir gehen einmal weiter. Okay, das bedeutet, wir brauchen einmal unseren Input, damit hier schon mal was losgeht. Danke. Alter, verteilt das nicht. Ach, fuck. Er verteilt es nicht, weil ich nicht genügend habe. Ah, okay, das ist natürlich übel. Okay, dementsprechend brauche ich auf jeder Stelle... Oh. Ja, dementsprechend brauche ich dann doch noch ein bisschen mehr. Aber okay, gut, alright. Ist das so. Lässt sich ja an der Stelle nicht ändern. Das bedeutet, wir brauchen erstmal eine Axe. Haben wir noch irgendwie eine Axe? Eine Axe. Also wir bräuchten am besten einmal eine Diamant-Axt. Okay. Und das Bone Meal, das können wir verwerten. Cherry Sapling. Das können wir doch vielleicht einfach mal nutzen. Mal gucken, ob das integriert wird. Vielleicht ist das schon unser Problem. Ah, könnte sein. Ah, gucken wir mal. Ah, nee, leider noch nicht. Okay. Ja, mal schauen. Warte mal. Wir testen hier noch ein bisschen. Ah, vielleicht muss ich doch nochmal ein Stück rüber gehen. Okay. Er bricht halt immer kurz vorher ab, ne? Weil der Block wahrscheinlich im Weg ist, ne? Hm, okay. Naja, dann machen wir das halt mal so. Dann bauen wir uns halt hoch. So, Astronaut, equip your first spacesuit. Ah, okay. Hier. Zack.
heißt, die Leute sind alle noch nicht besonders viel weiter. Also das, was unser Team halt entsprechend hier, wo unser Team hier gerade ist, das ist ungefähr auch der, so der, ja, Durchschnitt würde ich jetzt nicht sagen.